This is a test observation facility. Humans had to sit here all day and watch you test subjects solve the chambers. In real time, too. Imagine. Hallo und willkommen zurück zu Portal Revolution. Na gut, er hat ausgesprochen, dann können wir weitergehen. So, mal alles hier anfassen, was denn möglich ist. Und das ist überraschend wenig. Portalflächen kann ich auch nicht machen. Durch die Tür kann ich auch nicht gehen. Dann wird es wohl diese Tür hier sein. Oh, was sind denn das? So rote, finster aussehende Würfel. Okay, durch die Tür kann ich auch nicht. Hier habe ich zumindest Portalflächen. Dann wollen wir mal schauen, wo wir hier langkommen. Hoffentlich müssen wir nicht in Echtzeit irgendwelche Tests lösen. Zumindest nicht in kurzer Echtzeit, weil mein Gehirn leckt heute etwas. So, da geht's auf jeden Fall auch irgendwo hin. Das ist doch mal eine tolle Aussage, die ich hier gerade getroffen habe. Okay, da geht's nicht weiter. Dann gehen wir mal dorthin, wo es irgendwo hingeht. Hier kann man leider nichts mitnehmen. Das heißt, Portale werden zerstört. Observation room on the other side that can take you to the elevators. I'm sure you can find another way in there. You're pretty resourceful. Ja, ich bin sehr einfallsreich. Komm schon, großer Button. Wieso kann ich den nicht drücken? Habe ich den gedrückt? Hallo. Ah. Na gut. Irgendwas ist passiert. Ein Kippschalter. Oh, der ist getimed. Au. Wo kommen denn die Bomben her? Ah. Do what you must. Just don't be reckless and only destroy what you need. Any other repairs I'll have to assign back to you. Na gut. Wie krieg ich denn jetzt die Bomben dahin? Ja, ist ja gut. Ich glaube, ich vertrage das gar nicht so. So, dann nochmal kurz abwarten. Ja, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, da oben irgendwie so. Aber wie kriege ich die da rein? Vielleicht doch ein bisschen. Na, hat das was gebracht? Ich glaube, es ist ein bisschen mehr angeknackst. Ja, ist es. Ich sehe es jetzt deutlich vor mir. Ja. Komm schon. Wunderbär. Das machen wir auch noch kaputt. Kann ich klettern? Nee. Okay. Müssen wir auch nicht. Zumindest ist es nicht getimed. Das sind nur die Bomben, die kommen. So, jetzt können wir aber hier durch. Und dann müssen wir mehr Zeug kaputt machen. Das war knapp. Die nächste lassen wir noch kurz durchsausen. Hui. So, da oben gibt es natürlich auch welche. Glaspaneele, die wir wieder zerstören müssen. Ob wir das ganz oberste hinbekommen, weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht auch gar nicht. Ah, vielleicht doch. Müssen wir mal schauen. Ja. Weiß man nicht, was das bringt, aber immerhin. Okay. Wenn ich hier ein blaues Portal drunter mache, passiert nichts. Ist hier keine Portalfläche. Hätte man sich denken können. So, jetzt einmal kurz nachdenken. Muss ich da rein? Wenn ja, muss ich jetzt ja zurück zum Portal. Kann ich nicht. Ich kann nicht klettern. Was kann ich eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wer bereit für die nächste Frage? Kann ich dich wieder anhalten? Na gut. Ich weiß nicht, ob wir noch Bomben brauchen. Bin erstmal zufrieden ohne Bomben. Wir können ja jederzeit wieder zurück. Oder können wir eine Bombe hier kurzzeitig drauf platzieren, dass wir durchkommen? Ich bin mir nicht sicher. Gut, wir
probieren das jetzt einfach mal. Wir gehen nochmal zurück. Kommen hier raus. Wollen nach da oben. Nehme ich einfach mal stark an, dass wir das wollen. Und jetzt können wir hier ja ein Portal hinschießen. Und über das Orangene dahin gelangen. Was das dann bringt, weiß ich noch nicht, aber das ist zumindest ein Schritt weiter. Achtung, hier kann man da braucht man wieder ein Bömpchen. Ich glaube, da müssen wir aber nicht zusehen. Lass mal eine Bombe fallen. Nicht die F-Bombe. Sehr schön. Komm her, Würfel. Ja. Oh, da ist tatsächlich... Da können wir noch mehr mit Bomben anfangen. Da müssen wir aber da oben hochschießen. Ich lasse das mal hier fallen. Und dann aktiviere ich einfach die Bomben. Dann muss ich da nicht nochmal hinlaufen. Nein, lass mich doch den Kippschalter hier betätigen. Ja. Oh, die Bombe kommt ja direkt. Das war dämlich. Gut. Dann müssen wir den Würfel hier platzieren. Gut. Und dann können wir da oben noch das Glas kaputt machen. Ja, und nochmal, das andere soll dadurch auch drauf gehen. Ja, sehr schön. Und ich glaube, jetzt kommen wir sogar da oben hin. Mal hier eine Bombe durch. Nein, die Bombe kommt ja direkt. Können wir eigentlich nichts hier mitmachen? Oder kann ich da auch einfach sagen, jo, schick mal eine Bombe durch. Also das sah nach nicht viel aus. Muss ich sagen. Nö. Ich würde sagen, da geht nichts. Portalflächen haben wir da oben. Auch wieder, um da hinzukommen, müssen wir zurück zum Orangenen. So. Das heißt, die Bomben machen wir wieder aus. Sehr gut. Dann einmal hier hoch. Wird mich interessieren, was da oben versteckt ist. Ich hoffe ja, es ist ein Achievement. Vielleicht ist es aber auch nichts. So. Jetzt wieder durch das Orangene. Wie gesagt, vielleicht bringt das was. Vielleicht auch nichts. Ah, okay. Ich mag die Bomben. Anscheinend mussten wir hier hin. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir ja nichts verkehrt gemacht. Achievement gab es leider nicht. Aber eine Ladesequenz. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Wieso ist jetzt so dunkel? Ich sehe doch nichts mehr. Mach mal das Licht an. Dankeschön. Ich mag große Lichtschalter. Wait, no I didn't. Well then, here you go. I'll wait up ahead and prepare some things. Take your time. Ich glaube nicht, dass der ganz ehrlich mit mir ist, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben da einen Laser Receiver. Bringt das was? Nö. Aber ich habe es trotzdem versucht. So, wie kriegt man das denn jetzt überhaupt umgelenkt? Ich habe so eine ungefähre Vermutung. Ist aber interessant. Okay, wir haben hier eine Portalfläche. Immerhin das. Ich dachte, wir kommen gar nicht runter. War wohl doch nicht so ernst. So, du fällst da unten hin. Wo brauche ich dich denn? Ich glaube, ich brauche dich einfach, um den Laser an eine geschickte Wand umzulenken. Ach nee, ich halte dich nur auf. Ein Laser aufhalten bringt, glaube ich, nicht so viel wie ein Laser umzulenken. Was ist denn hier drin? Mal schauen. Hätte ich den Würfel mitnehmen sollen? Ich glaube, ich hätte den Würfel mitnehmen müssen. Naja, irren ist menschlich. Was auch immer das auf Latein heißt. Era est humanisticum irgendwas. Wird schon passen. Ist irgendwie hingestammeltes Latein. Aber besser als gar kein Latein, sage ich immer. So,
Jetzt ist natürlich das perfekt. Durch diesen Kombination kriegen wir vielleicht was hin. Nur was? Vielleicht machen wir das doch nochmal so. Und dann können wir... Haben wir eine Lichtschranke da oben? Ist das nicht schön? Was machen wir denn mit einer Lichtschranke jetzt da oben? Nicht viel, würde ich sagen. Da kommen wir zumindest zurück, aber wie kommen wir selbst wieder zurück? Na gut, theoretisch können wir das ja auch erst nachher setzen. Das heißt, wir können theoretisch erstmal nach oben. Und dann diesen hier machen. Dann ist die Ich habe was beinahe richtig gemacht. Mein Spiel wird gespeichert. Ist das nicht schön? Ach, und das ist was zum Laser umlenken. Das muss ich wahrscheinlich wieder tauschen, weil... Oder? Ich glaube, ich muss das tauschen. Ich würde hier wahrscheinlich hochkommen und durchgehen, aber dann ist das nicht aktiv. Und das sollte aktiv sein. Dann schauen wir doch erstmal, dass dieser Würfel dahin kommt, wo er es verdient hat. Und das ist woanders. Lasst mich mal kurz nachdenken. Das erfordert jetzt höchste Präzision und Konzentration. Ich versuch's einfach mal da. Dann ist der Würfel schon mal aufgeräumt, wo ich ihn gern hätte. Kann man zumindest mal gegen die Wand da lenken. Und wenn wir da ein Portal reinmachen, geht das so. Das ist richtig. Jetzt komme ich ja doch durchs Orangene, würde ich hier zurückkommen. Muss der Würfel, muss jetzt wahrscheinlich... Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich glaube, das ist die bessere Frage an dem Punkt. Ich glaube, ich muss dahin. Wenn die Lichtschranke aktiv ist, bringt mir das nichts. Und das führt genau... War das schon die Lösung? Ich hätte einfach auf das Teil da gemusst. Ah, wieso geben die mir hier so ein fancy Teil, um den Laser überhaupt umzulenken? Moment, da ist mehr zu der Geschichte. Da müssen wir noch irgendwas denken. Denk ich mal. Es kann nicht schaden. So, Lichtschranke. Lichtschranke, da müssen wir auf jeden Fall mal hoch. Und wie kriege ich denn meinen anderen Würfel jetzt zurück? Das wäre, glaube ich, das erste. So. Dann nach unten. Ach, komme ich nicht mehr. Komme ich einfach nicht mehr. Das wird jetzt schwierig. Das ist die ganze Zeit schon schwierig. So, vielleicht erstmal hier rüber. Ich muss ja einfach nur da durch, oder? Theoretisch ja. Das heißt, wenn... Ah, hier kann ich eine Portalfläche reinlegen. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Ich weiß zwar nicht, was für ein Schuh, aber irgendeine Art von Schuh. So, das Portal ist jetzt wieder da. Das heißt Folgendes, dass wir denken müssen. So, jetzt haben wir beide Würfel hier. Das müsste ich wieder irgendwie da unten hinbekommen, beziehungsweise den Würfel, den hätte ich am liebsten einfach hier. Ich weiß zwar nicht warum, aber so nah wie möglich am Laser. Gut, dann haben wir natürlich hier wieder nicht die Chance. Dann gehen wir unten lang. Dann holen wir den Würfel von hier zurück. Irgendwie so. Mit bisschen Springen klappt das auch. Nee, ich bin zu fett. Ich bin einfach zu fett gewesen. So, der muss da nach oben. Das heißt, wir müssen dahin. Also bis jetzt läuft's. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich so eine gute Strategie hier habe. Jetzt braucht man die Lichtschranke. Das heißt, Portal da, Lichtschranke da. Würfel auf Würfel-Button legen. Wird sich anbieten.
Und dann kommen wir da oben hoch. Haben die mich jetzt extra verwirrt mit den Würfeln? Ich weiß es nicht. Hui. Achso, das wird zusammenbrechen. Nein, ich sterbe. Ich sterbe nicht. Das hat doch jetzt gar nichts gebracht. Ah. Ja. Danke, Spiel. Okay, wir müssen hier noch einen Laser reinkriegen. Das heißt, Laser reinkriegen. Das heißt eigentlich, der Laser... Wir müssen das orangene Portal wieder umlegen, dass es da oben ist. Und wie kommen wir dann darüber? Ich finde, das sind alles hervorragende Fragen. Wir brauchen auf jeden Fall den Würfel jetzt bei uns, aber erst, wenn wir da drüben sind. Mensch, das ist was. Das ist was, was ich da erzähle. Also, wir probieren es nochmal. Einfach da hoch. Laser. Jetzt gehen wir rüber. Wird man uns loben. Ja, ganz schön kompliziert hier, muss ich zugeben. Zumindest für mein kleines Hirn ist es herausfordernd. Ah, vielleicht hätte man den Würfel da nicht hinlegen dürfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, das Portal dürfen wir eigentlich nicht versetzen. Aber wenn wir es nicht versetzen, können wir nicht wirklich was machen. Ja. Ich würde sagen, das ist eine Zwickmühle. Vielleicht können wir dahin und den Würfel neu beantragen. Weil wenn ich das jetzt umsetze, dann komme ich ja gar nicht mehr so leicht hierher. Das muss aktiv sein, beziehungsweise das muss aktiv sein. Und ich brauche einen Laserstrahl. Um den Laserstrahl zu kriegen. So, die Kamera da oben wird zumindest nicht stören. So, dann probieren wir das Ganze, indem wir einfach sagen... Was passiert, wenn wir hier einen neuen Button? Das ist dann ein normaler Würfel. Das heißt, das wird aufhören zu existieren. Das ist nicht gut. Ich mag, dass es gerade existiert. Wir müssen da hinten den Button irgendwie treffen. Gut. Dazu nochmal nach oben. Lichtschranke aktivieren. Und den Würfel dann erstmal mitnehmen, würde ich sagen. Beziehungsweise jetzt könnte man doch einfach einen neuen Laserwürfel machen. Portal ist umgelegt. Oben, das existiert noch. Wir haben nur das klitzekleine Problem. Nee, haben wir nicht. Wir können ja unten... Wir können das ja jetzt theoretisch mitnehmen. So. Irgendwie so. Aber wir müssen das auf die orangene Portalfläche leiten. Dadurch ist die Lichtschranke aktiv. Dadurch können wir da oben erstmal hin. So. Lichtschranke muss wieder aktiv sein, dass wir da rüberkommen. Ich glaube, wir haben es gelöst. Annähernd. Ist mal ein Rätsel. So, jetzt einmal hier nach oben. Schön in den Tractor-Beam. So. Das Portal ist aktiv, das ist wunderbar. Und dann braucht man nur noch das Blaue und der Laser ist aktiviert. Ah, das hat zwar ein bisschen gedauert. Aber es ist gut gegangen. So. Ich schätze mal, hier gibt es nichts einzusammeln. Nö. Move. Mover. Mauer. Ich kann auf dem Kopf doch nicht lesen. Ich glaube aber, das heißt einfach Rasenmäher. Na gut. Spiel musste zumindest laden. Das heißt, nicht nur ich hänge ab und zu.
Ich versuch's gar nicht erst bei den Türen ohne Hinkel. Ich gehe nur noch an Türen mit Hinkel. Ja. Hab ich's gut gemacht, Kamera? Surprise! What? What's that look on your face? Did you expect something bad? Yes. Ja. It's an actual elevator straight to the surface. Rare find. You're welcome, by the way. Dankeschön. And humans love the sky for some reason, so I thought this would excite you. Ich bin tatsächlich etwas neugierig. In keinem Portal war man so wirklich an der Oberfläche. You really don't trust me. And I've done nothing but sounding like a raving lunatic or a sociopath. Probably both at once, if I'm gonna be honest. In the interest of transparency, this elevator will take you up to the surface. Only thing is, it's not all the way out of the enrichment center. When we get to the surface, we still have a little way to go before we can complete your half of the deal. I'll try to help you where I can with these old test chambers, but there's been a lot of decay. If you catch ja, my das sehe ich. But hey, look at the bright side. There's fresh air, it's sunny outside, and I think there's a cool breeze. Just watch out for wild animals. Those are brutal. Wilde Tiere? With any luck, this should take just a few minutes. And then you can go free. Hope we're in the clear now. Wie wär's denn mal mit der ganzen Wahrheit auf einmal? Es sind aber viele Ladesequenzen hintereinander. Ich dachte, die laden während der Aufzugsfahrt. Komm schon, 5% müssen wir noch. Wenn das zu lang dauert, muss ich skippen. Und dann muss ich mir merken, dass ich den Part skippen muss. Ja, das passt noch. Die Oberfläche. Ich bin auch sehr oberflächlich. Das passt ja. Go take a look out that window for a moment. See that huge spire in the distance? That's where we're headed. Little confession. I don't know for sure whether it still works. It is possible that there is just a pile of rubble waiting for us. Judging by how torn apart this place is, I'd give that chance a possibility of... Ooh, you know what? Never mind. Na gut. Das kriegt man hin. Sonnenblumen. We need to find a testing track. Look, I'm sorry. I don't want to torture you with endless testing. You're sicher nicht. That you're capable. Problem is that these backstage areas aren't built to be as durable as the test chambers. To cover any ground here, we need to move between testing tracks. Und das heißt für mich? Ach, schön sonnig ist es hier. Ich weiß nicht, wie der kleine Kerl heißt, der mich hier die ganze Zeit verarscht. Hat er seinen Namen überhaupt schon genannt? Okay, da ist eine Portalfläche. Ich wünschte, ich hätte ein orangenes. Good find. But this testing track isn't in good shape. There should be another one not far from here. See if you can find it. So, das machen wir doch gleich nochmal. Ja, das habe ich gut gemacht. Ich würde sagen, ich habe das gut gemacht. So, erstmal, jetzt haben wir ein orangenes Portal. Das heißt, wir können da oben auf jeden Fall hin. Weiß nicht, ob wir hier was machen müssen. Nö. Again, good attempt, but this test is broken. You need to find another one. Ja, ja. Ein roter Button. Her damit. So, soll ich es an der Tür nochmal versuchen? Die Antwort lautet, ich hab's versucht, aber es hätte nichts gebracht. Ich glaube, die haben das hier ganz schlau markiert mit den Henkeln. So. Da kann ich eine Portalfläche reinsetzen und dann müssen wir nur noch zu unserem orangenen Freund. Und dann geht's auch schon weiter. Hoffe ich einfach mal. Können uns ja nicht die ganze Zeit hier in die Irre führen. Oh, das sieht doch gut aus. Schöne Effekte hier im Wasser. So, da ist eine Portalfläche. Kann ich einfach runterhüpfen? Ja. That's much better. Might be a bit overgrown, but
The hardware still works. They really use fine materials for these tests. Have to protect your investments, after all. Unbreakable materials are expensive. Ja, ja, das glaube ich. Aber das sieht hier nicht so unbreakable aus. Das sieht brechbar aus. Ah, die LED-Fliesen sind gut gelungen. Komm mal hier irgendwo hin. Eine alte Testkammer 12. Faszinierend. Ich glaube, um hochzukommen, müssen wir einmal hier raufhüpfen. Mit unserem Würfel. Nein. Gut, der Würfel ist mitgekommen. Hey, ich habe sogar solche Teile. Gelten die als Würfelersatz? Hui. Oh. Nein. Ich habe wieder dämliches Zeug gemacht. So. Wir sind wieder da und dann würde ich sagen, braucht man sogar die Nummer höher. Nochmal, hui. Ah, Punktlandung. So, und dann irgendwie nochmal ganz hoch. Diesmal ohne Würfel. Hui. Au. Hoffentlich ist das... Was ist denn hier passiert? Das ist interessant. They quickly learn to limit the range on these things. Can easily end the whole world if you put a portal on the sun. Ja. 8 Kilometer Reichweite würde ich auch sagen, ist gut genug. Nein, wieso wieder nach unten? Ich will doch nach oben. Na gut, aber ich sehe gerade auf die Uhr und würde tatsächlich sagen, das reicht schon wieder für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.